So Leute, jetzt geht's los zur Einkaufstour. Ich habe hier noch zwei Sachen, die werden wir jetzt zünden hier. Ist ja Tradition bei vielen und deshalb mache ich das auch mal. Und ja, let's go. So, und jetzt für euch hier die Fire Snake. Ist ja auch schon eine Rarität. Ich werde es auch in der Hand halten. Ja, gucken wir mal, wie es abgeht. Ja, war ein kurzes Vergnügen, aber ja. So, dann geht's jetzt los. Als allererstes zum Pix raus und dann sehen wir uns dort wieder. Und ja. Bis gleich. Feuerzeug in den Kindergarten, das Feuer für mich eine Gefahr, das braucht man mir nicht sagen. Der Reiz war riesengroß, keiner konnte mich aufhalten. Die Spannung vor Silvester konnte ich kaum aushalten. Die Nacht vor dem ersten Verkaufstag. So, jetzt waren wir beim Pixhaus. Ich habe mir einmal hier das Skyrunners für 3,33 geholt, schönes Sortiment. Dann hier unten den Kinder Kleeballos schenken und 3 Packs Kugis war hier. 89 Cent richtig fern und jetzt geht's auf zu Lidl und jetzt sehen wir uns gleich wieder. In der Hand und alle Sorgen waren vergessen. Das Taschengeld war weg, doch ich war halt wie besessen. Wenn der Funke überspringt, ist es um dich geschehen. Dann kann man es in deinen Augen funkeln sehen. Wenn der Funke überspringt, wird auch schwarz-weiß bunt. Auf einmal gibt es um der Abend bringt die Nacht und lässt die Sonne untergehen. Raketen, Böller, Batterien, so ist unser Leben. Ich hatte keinen Halt, doch ich tank neue Kraft. Mir war kalt, der Funke hat die Flammen neu entfacht. Feuerwerk, bis ich keine Schmerzen mehr spür. Ich schwärm über Pyro, weil ich damit Herzen berühr. Das Leben ist ein Auf und Ab, Silvester ist der Höhepunkt vom Antlitz geblendet. Kein Tag im Jahr so schön für uns, wir feiern Silvester. Dieser Tag gehört nur uns, als wär's unser letzter. Pyro-Girls und Pyro-Jungs, ohne Feuerwerk fühl ich mich reizarm und farbenblind. In jedem von uns steckt ein kleiner Pyromane drin. Unter dem Jahr ist mir der Alltag viel zu grau. An unserem Tag leuchten die Farben wieder auf. Viel zu lang haben wir die Wunden überschwingt. Es dauert nicht mehr lange, bis der Funke überspringt. Wenn der Funke überspringt, ist es um dich geschehen. Dann kann man es in deinen Augen funkeln sehen. Wenn der Funke überspringt, wird auch schwarz-weiß bunt. Auf einmal gibt es zum Traurigsein gar kein Grund. So, wie ihr gerade gesehen habt, waren wir auch im Penny erfolgreich. Haben hier einmal das Family Stars, richtig geiles Sortiment für 5,55. Und hier eine Neuheit, glaube ich, ist das, und zwar die Falling Stars, 8 kleine Raketen. Die werden wir mal testen. Und jetzt gehen wir noch zum Aldi und danach zum Kaufland und Norma. Und wir sehen uns gleich wieder. 1,5, den glasklaren Himmel. Die Läden werden in der Früh schon abgeklappert. Händler grüßen euch, diese Pyro-Motherfucker. Es ist raumhaft, wir sind von Knallern besessen. Abschaltautomatik, um den Alltag zu vergessen. Pyros im Kauf an, wir zeigen, dass wir's drauf haben. Während wir die Rauchschwaden ein- und wieder ausatmen. Du denkst, wir sind krank, doch wir handeln mit Verstand. Wir spielen mit dem Feuer und haben uns nie verbrannt. Tauch mit uns ein in eine Welt, wo du frei bist, wo der Staat, wenn du Feuerwerk liebst, nicht dein Feind ist. Die Sonne ist am Untergehen, wunderschöner Funkenregen. Da, wo wir uns bewegen, kann man es meist funkeln sehen. Wir beginnen den Abend mit Bengalos in der Hand. Knall, Trauma, Feuerwerk, der Name ist Programm. Manchmal sehen wir alt aus, Hauptsache wir fühlen uns jung.
So ist der Kreislauf, Knall, Trauma, Pyro, Jungs. Wir beginnen den Abend mit Bengalos in der Hand. Knall, Trauma, Feuerwerk, der Name ist Programm. Manchmal sehen wir alt aus, Hauptsache wir fühlen uns jung. So ist der Kreislauf, Knall, Trauma, Pyro, Jungs. Wir fühlen uns beide am Vorabend hervorragend und planen schon tagelang davor unser Vorhaben. Sehen sprühne Funken in die Abendluft emporjagen. Freude trunken lassen wir den Klang in unser Ohr. So Leute, wir waren gerade bei Kaufland und haben hier zweimal die Bloody Mary geholt. Auf jeden Fall holt ihr euch. Es lohnt sich auf jeden Fall, da zu Kaufland zu fahren. So ein geiles Teil. Jetzt geht's auf zu Norma. Und dann sind wir uns gleich dort wieder. Die Sache wird nicht brenzlig, zündeln gerne rum, aber keiner verbrennt sich. Wir bremsen ab. Das Navi meldet Blitzer. Blinker rechts parken ein, essen erstmal Pizza. Später auf der Lichtung packen wir aus. Was wir in den Wald bringen, schalt später heraus. Bouquets am ganzen Himmel und ein satter Knall. Knall, Trauma, Feuerwerk, daran hat er gefallen. Wir beginnen den Abend mit Bengalos in der Hand. Knall, Trauma, Feuerwerk, der Name ist Programm. Manchmal sehen wir alt aus, Hauptsache wir fühlen uns jung. So ist der Kreislauf, Knall, Trauma, Pyro, Jungs. Wir beginnen den Abend mit Bengalos in der Hand. Knall, Trauma, Feuerwerk, der Name ist Programm. Manchmal sehen wir alt aus, Hauptsache wir fühlen uns jung. So ist der Kreislauf, Knall, Trauma, Pyro, Jungs. Der Erdboden wird ohne Witz bald erzittern, denn vermehrt zuckt um ein wahres Blitzknallgewitter. In die Nacht feuern wir eine Zinkrakete. Auf dem Boden feiern wie ne Blinkerfete. Strobus überall und dazwischen zwei Bengalos. Auf der anderen Uferseite denken Fischer, was ist da los? Böllertest, inspizieren mit Ohren und Augen und schauen, ob die neuen Chargen wirklich was taugen. Wir lieben dieses Feeling, was zählt ist der Moment. Getrieben vom Feuer, mein liebstes Element. Dieses Gefühl, das ein jeder Pyro kennt, fließt durch die Adern, wenn die Zündschnur endlich brennt. Dieser Tag könnte der letzte sein, wir sind wie im Rausch. So, wir waren auch bei Norma erfolgreich, haben hier einmal das Ultimate Mix, auch richtig geiles Sortiment für 6,90 €. Und dann haben wir hier unten noch den Mephistos Fire, auch richtig geiles Gerät, habe ich noch nicht, immer mit. Und jetzt geht's auch zu Beißel und zu Toschbüro, zu den Abholstationen. Und dann sehen wir uns jetzt gleich dort wieder, wenn wir die Waren dort abholen. Bis dann. Trauma, Feuerwerk, der Name ist Programm. Manchmal sehen wir alt aus, Hauptsache wir fühlen uns jung. So ist der Kreislauf, Knall, Trauma, Pyro, Jungs. So, jetzt sind wir bei der Toschbüro-Abholstation hier. Ich habe die zwei Pakete abgeholt. So Leute, zu Hause angekommen. Bei Beißel gab es vier Ding-Kartons, habe ich jetzt aber nicht gefilmt. Und jetzt gibt es eine Gesamtübersicht von meinem Discounter-Einkauf. Und da ist schon, das sind schon die guten Stücke. Warenwert ist so ca. 147 €. Sind richtig geile Sachen dabei. Jetzt gucken wir das Ganze uns mal an. Also wir hier haben wir einmal das Big Bang. Ein schönes Böller-Sortiment. Daneben dreimal Kubis für 89 Cent beim Pix raus. Echt Hammer von Weco. Dann haben wir das Leuchtspektakel. Dahinter das Art of Light. Ein richtig geiles Sortiment hier. Da kann man schön die Vorfreude steigern. Hier China Böller D von Keller und Schinken. Dann haben wir die Discovery, die Lysium, die Laser. Dann hier die Neuheit Hellboy, Bloody Mary. Hier haben wir hier zweimal die Bloody Mary. Auch richtig heftiges Teil. Dann viermal die Artus, ist ja die ungelabelte Renault. Oder im Norden die Poison. Drüber die Alligator, muss man einfach immer mitnehmen. Vielleicht wird sie ja mal besser, müssen wir gucken. Dann darunter die Neuheit Painted Sky. Ich fand ihn in dem Video richtig geil, deshalb habe ich die mir auch mal mitgenommen. Für 15,90 €, denke ich mal, geht ordentlich ab, das Teil. Dann haben wir hier die Merlin. Auch ein geiles Teil. Die Mephistos Fire hatte ich noch nie, soll aber auch richtig geil sein. Dann dreimal Vico Flashbangs. Müssen einfach mit. Ich wollte eigentlich noch mehr mitnehmen, hatte aber kein Geld mehr. So, hinten haben wir auch ein geiles Gerät und zwar die Screaming Grizzly. 300 Schuss, Pfeifbatterie. Richtig geiles Gerät. Hatte ich auch noch nie. Dann kommen wir hier zum Raketen. Haben wir hier einmal das Galahad Sortiment. Auch einfach mal mitgenommen zum Testen. Keine Ahnung, ob es Schüttraketen sind oder Zerleger. Müssen wir gucken. Seht ihr dann in dem Test. Dann die Goldrauschraketen. Richtig fette Raketen hier. Muss ich einfach mitnehmen. Dann haben wir daneben das Ultimate Mix für 6,99 € und jetzt fällt hier alles zusammen. Auch geiles Sortiment, kann man auf jeden Fall mal mitnehmen hier. Schöne kleine Teile. Dann haben wir hier das Fire Fantasy. Auch ein richtig geiles Sortiment, hat mich überzeugt. Letztes Jahr sind ja nur Zerlegerraketen. Hoffentlich dieses Jahr auch. Dann ist hier das Family Ding Stars umgekippt von Penny für 5,55 €. Kann man auf jeden Fall auch mal mitnehmen. Auch alles Zerlegerraketen. Richtig geil.
Dann haben wir hier drüben ein kleines schönes Sortiment, und zwar Skywinners. Habe ich auch von Pix raus für 3,33. Hier, guckt euch an, echt Top-Teil für 3,33, kann man echt nicht meckern. Auch zum Vorfreude steigern. Und daneben Falling Stars, auch eine Neuheit. Gucken wir mal, wie gut es ist. Wird dann auch ein Test folgen. So, jetzt stellen wir das noch schnell hier hin. Und dieses Set hier auch. Also auf jeden Fall richtig geil. Hab alles bekommen, was ich wollte. Wenn ich noch ein größeres Budget gehabt hätte, hätte ich natürlich noch viele neue Neuheiten mitgenommen. Hab ja leider nicht alle mitnehmen können. Aber ich finde trotzdem, habe ich schön zugeschlagen. Ihr seht das nochmal ein bisschen von unten. Es sind einige Batterien, aber auch einige Raketen. Und ja, jetzt packe ich die Pakete gleich auf. Ich bin schon voll durcheinander. War den ganzen Tag unterwegs. Dann sehen wir uns dann wieder bei den Paketen, bei den Unboxings. Ich habe bei Basil abgeholt und bei Toshi, das habt ihr ja gesehen. Dann haut rein. Euch noch einen schönen Tag. Die Videos werden dann die Tage folgen. Bis dann und ciao.